So manches erinnert an das Jahr 2018. Damals wollten die Märkte unbedingt auch eine Jahresendrallye haben. Gib uns die Jahresendrallye, dann kam Paul und sagte, nö, wir werden die Zinsen weiter anheben. Die Bilanzreduzierung sei auf Autopilot und mit dieser Pressekonferenz nach der FED-Sitzung 2018, Ende 2018, booms, die Märkte nach unten. Der S&P verlor in wenigen Tagen 20%. Das hatte alle auf dem falschen Fuß erwischt. Man musste glattstellen und De Paul war dann gezwungen, aufgrund der Panik, die am Markt war, umzusteuern. Schon im Dezember nach Weihnachten 2018 ging es dann nach oben. Paul sagte dann, ach was, das habe ich alles nicht so gemeint, aber diesmal ist die Situation insofern ähnlich, als viele Profi-Investoren ein schreckliches Jahr hinter sich haben. Nicht nur sind die Aktienmärkte gefallen, vor allem die Anleihemärkte sind gefallen. Das heißt, alles, was du im Depot hast, ist im Grunde weniger wert gewesen. Was machst du also jetzt als Profi-Anleger? Du versuchst dann auf den letzten Metern, in der Hoffnung, dass die alljährliche Jahresendrallye kommt, hier nochmal Performance zu machen. Und wie machst du das? Du musst dich hebeln, denn sonst schaffst du das nicht mehr. Also sehen wir, dass die Optionsvolumina im November massiv gestiegen sind. Das sind überwiegend Profi-Investoren, nur 6% davon, so eine neue Analyse. Es sind private Investoren, also Kleinfische sozusagen, der Rest sind Dickfische, die eben versuchen, jetzt noch diese Performance zu erreichen. Und wenn da etwas Gegenteiliges passiert, dann wird diese Hebelung, die nach oben funktioniert, eben auch nach unten funktionieren und dann macht's Bums. Und dann könnten wir etwas Ähnliches sehen wie 2018. Am Freitag hatte ich versucht, die Problematik so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Obwohl die Inflation nach unten geht, von 9,1 auf 8,5, 8,3, 8,2, 7,7, all das sind Daten aus den USA. Wir sehen also 4 Monate klare Rückgänge der Inflation. Erzählen uns FED-Mitglieder wie Ballard, ja, wir müssen die Zinsen weiter anheben auf 5 bis vielleicht sogar 7%. Und hier der FED-Chef persönlich hat gesagt, rates will be higher than previously anticipated. Also wir müssen die Zinsen stärker anheben, als wir ursprünglich gedacht hatten. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen mit diesen Inflationsdaten, die ja doch deutlich nach unten kommen. Dementsprechend hatte die Fed offenkundig eine andere Agenda als nur Inflation. Und genau das ist das Problem. Die Fed will auf jeden Fall die Aktienmärkte nicht steigen sehen, weil dann die Financial Conditions sich eben weiter aufweichen, damit ein Inflationstreiber der Fall ist. Und wir sehen hier die Terminal Rate der Fed, also das, was die Märkte annehmen, was dann der Gipfelpunkt der Inflation sein wird, geht weiter nach oben. Aber der S&P 500 ist auch einigermaßen ein bisschen gestiegen. Also man legt die Zinslatte weiter nach oben. Sehr zum Unwillen von Jerome Powell reagieren die Märkte aber nicht darauf. Und jetzt entbrennt ein Kampf. Hier sieht man das vielleicht in diesem Bild. Ein bullischer Bär. Wie auch immer, jedenfalls selbst bei Goldman Sachs zum Beispiel im Trading Desk gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Der eine sagt, das geht long, der andere sagt, das geht short. Also es ist gewissermaßen ein Kampf. Es ist auch eben ein Kampf der Märkte gegen die Fed. Die Märkte sagen, ja, die Fed will vielleicht die Zinsen anheben, aber sie kann die Zinsen nicht lange beliebig anheben und oben lassen, sonst crasht sie die US-Wirtschaft. Das wird sie nicht wollen. Die Fed aber kann den Märkten wehtun und letztendlich ist eben die Frage, wer sitzt am längeren Hebel. Meine These ist, es ist die Fed, die am längeren Hebel sitzt, auch wenn die Fed selbst eine Getriebene der Märkte ist, wie mein Kollege Wolfgang Müller immer sagt. Hier sehen wir jedenfalls die Fed-Bilanzsumme in der letzten Woche so stark gesunken wie noch nie, seit die US-Notenbank hier Tightening betreibt, über 50 Milliarden Dollar. Man hatte ja ursprünglich gesagt, okay, 95 Milliarden Dollar pro Monat sollen es sein. Jetzt sind also in der letzten Woche über 50 Milliarden hier passiert. Dementsprechend sind wir auch markttechnisch von dem Verlauf der Märkte bisher noch ziemlich klar in einem Bärenmarktmodus. Jetzt schauen wir uns mal die Geschehnisse 2018 an. Hier sehen wir, da ist man Ende November in Erwartung eben Thanksgiving Rally, die ja jetzt auch sich nochmal ausbreiten könnte. Donnerstag ja Thanksgiving, Freitag dann verkürzter Handel, Donnerstag gar kein Handel in den USA. Also das wird eine dünn liquide Woche sozusagen. Damals auch, wie eigentlich fast immer, die Märkte nach oben und dann bums nach Thanksgiving, wumms, ging es nach unten, weil
der Pauli Jerome halt gesagt hat, na, das mengen wir nicht, Bilanzreduzierung auf Autopilot, da könnt ihr machen, was ihr wollt, und Märkte schockiert. Und letztendlich geht es immer um Liquidity, und Liquidity ist thrown out of the system. Die Liquidität wird gerade rausgezogen aus dem System, meine Damen und Herren, und eine Rallye macht dann Sinn, wenn die Liquidität wieder einsetzt, wenn Liquiditätszufuhr der Fall ist. Das Gegenteil ist derzeit der Fall. Und hier sehen wir mal auch noch den Vergleich der Situation bei den Zinsen und der Inflation zwischen 2018 und heute. Damals 2018 stiegen die Zinsen auch von 0 kommend auf knapp 2,5%. Das allerdings bei einer Inflationsrate, wie Sie hier unten im Chart sehen, naja, um und bei 2% waren wir da mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter, das war also kein Problem. Jetzt sind wir bei einer Inflation von immer noch knapp 8%, kommend von einer Inflation knapp über 9%. Und die Zinsen sind deutlich schneller gestiegen als damals 2018. Damals auch die Bewertungen oder die Kursstände noch deutlich niedriger, auch die Bewertungen teilweise. Und jetzt ist die Frage, was kann die Fed tun, um diese Rallye zu unterbinden? Sie versucht es immer wieder. Paul hat es versucht. Letzte Woche hat das Ballard versucht. Die Märkte erstmal so ein bisschen schockiert, aber dann sagen sie sich, Mensch, wir wollen doch diese Jahresendrallye. Und die Fed, die kann doch eigentlich nur bluffen. Jetzt werden wir am Mittwoch dann nochmal das FOMC-Protokoll bekommen. Das wird von großem Interesse, denn das wird auch redigiert ein Stück weit bis hin zur Veröffentlichung. Das heißt, da kann man durchaus noch so ein paar Botschaften seitens der Fed vielleicht mit reinpacken. Aber kommen wir nochmal zu den großen Investoren. Die sind also long in Aktien, long in Anleihen. Beides war in diesem Jahr ziemliche Katastrophe. Wohl eines der schlechtesten Anleihejahre seit 200-300 Jahren, mindestens 200 Jahre. Wir sehen aber auch ein eher verhalten schlechtes Jahr für die Aktienmärkte. Oben sehen wir etwa den Russell 2000, Nebenwerteindex 24,5% im Minus. Der Dow Jones nur 8,6% im Minus, mit Abstand der beste Index. Dann der S&P 500 17,7% und der Nasdaq, also die Tech-Werte, praktisch 31% im Minus. Das gibt natürlich Druck auf die Performance bei vielen professionellen Vermögensverwaltern, bei den Dickfischen im System. Jetzt versuchen die auch, weil sie sagen, hey, the pivot is here, der Pivot der Fed, der ist nahe, die Wende der Fed ist nahe. Die wird bald umsteuern, also wettet man gegen den Dollar. Und das hat ja kürzlich schon ganz gut funktioniert. Der Dollar ist von seinen Höchstständen, vor allem seit die Inflationsdaten Ende vorletzte Woche veröffentlicht wurden, deutlich nach unten gekommen. Aber da gibt es eine wichtige Unterstützung voraus. Aber alle Welt wettet jetzt gegen den Dollar, geht also davon aus, dass der Dollar fallen wird. Aber hier schauen wir uns mal Euro-Dollar an, die Erholung, Booms, von ein bisschen über 97 dann rauf auf sogar 1,04. Jetzt sind wir wieder deutlich unter 1,03 und sehen ein bisschen toppisch aus bei Euro-Dollar. In diesem Chart von Capital.com, also die Dollar-Abverkauf-Party könnte vorbei sein. Und das ist ja genau das, was die Märkte brauchen. Sie brauchen die Aktienmärkte, sie brauchen einen schwächeren Dollar und sie brauchen fallende Renditen. Die Renditen sind mehr oder weniger seitwärts gelaufen, der Dollar ist gefallen. Aber was wir hier sehen, das sind die Zinskurven, meine Damen und Herren. Hier sehen wir jetzt etwa, dass die einmonatige Staatsanleihe der USA jetzt höher rentiert als die 30-Jährige. Also es ist lukrativer, dem Staat sozusagen für einen Monat Geld zu leihen, als sie für 30 Jahre Geld zu leihen. Das ist ja schon per se absurd. Es gab nur zweimal, dass das passiert ist. Das war August, September 2019, Vorfeld des Corona-Crashs. Und dann August 2006 bis 2007, Rezession begann dann im Jahr 2008, Anfang 2008. Also wir kriegen hier praktisch jedes Alarmsignal für Rezession. Und in einer Rezession, das verlieren auch Aktien in der Regel, weil dann eben Gewinne und Umsätze zurückgehen. Wir sehen hier unten auch diese Zinskurve, die Paul besonders beachtet, nämlich die dreimonatigen Anleihen in Relation zu den dreimonatigen in 18 Monaten, also die Erwartung, wie die dreimonatige Staatsanleihenrendite in 18 Monaten aussehen wird, ist jetzt auch invertiert. Und wir hatten im Jahr 2008 dann dieses Muster eben mit dem VIX nach oben. Wird es diesmal sich auch ähnlich wiederholen? Wir werden sehen. Jedenfalls sehen wir bei den Bullish und Bearish Signals, da sind wir schon gut oben und wir sind vor allem
oder sehen wir eine Divergenz zwischen den Financial Conditions oben und unten dem S&P 500. Die Financial Conditions sind nicht laxer geworden, gleichzeitig ist der S&P 500 aber gestiegen. Normal ist es genau andersrum oder muss, damit der S&P weiter steigen kann, müssen die Financial Conditions laxer werden. Hier, wenn das nach oben geht, oben im unteren Chart, obere Hälfte, wenn da der Kurs nach oben geht, dann werden die Financial Conditions straffer, also das Gegenteil dessen. Schauen wir mal, was kommt. Aber selbst diese Hoffnung der Märkte auf ein Pivot. Wann steuert die Fed um? Dann, wenn es echt finster aussieht, wenn sie sieht, hups, oh, die Wirtschaft, die ist wirklich ganz, ganz schwach am Start. So hatten wir zwei der letzten Pivots, hatten wir massive Abverkäufe, auch beim letzten Pivot, als im Corona-Crash die Fed auch Panik bekam, sind die Märkte zunächst nochmal weiter runter gestürzt, weil sie eben sagten, wow, wenn die Fed Panik bekommt, dann muss es wirklich panisch oder dann muss wirklich Anlass für Panik sein. Erst als dann die Fed All-In ging mit Liquidität, wurde die ganze Geschichte besser. Hier sehen wir mal diese ganze Krypto-Geschichte FTX, diese Contagion, diese Ansteckung, die hier der Fall ist. Das ist die Vernetzung von Sam Bankman-Fried hier mit verschiedensten Playern, verschiedensten Tokens, verschiedensten Unternehmen am Markt. Und hier sehen wir mal die Top 10 Companies bei Exposure, die also in FTX investiert waren. Silvergate, BlockFi, Paradigm, wie sie alle heißen. Da sehen wir dann eben auch eine Softbank, die Japaner Genesis, die möglicherweise heute schon Insolvenz anmelden müssen. Weiß man nicht, aber die brauchen auf jeden Fall bis heute $1 Milliarde. So hat es das Wall Street Journal berichtet. Hier unten sehen wir mal Alameda Research, dieses Crypto-Trading-Unternehmen, das diese ganze Lawine ins Rollen gebracht hat. Wie hier die Dinge vernetzt, verdrahtet sind. Wir wissen also nicht, welche Folgeeffekte hier letztendlich auftreten können. Aber was wir sehen, ist, dass Bitcoin charttechnisch schlecht aussieht. Wir sehen hier so eine bearische Wedge, die sich normal nach unten auflöst. Hier sehen wir also im rechten Chart hatten wir mal eine ähnliche Situation. Booms, kam der Abverkauf. Jetzt dürfte es wieder so zulaufen, dass wir dann wahrscheinlich Schwäche bei Bitcoin sehen werden. Und wir haben nach den recht positiven Handelsverläufen am Freitag, oder zumindest ging es nicht deutlich nach unten, haben wir gesehen, dass in China die Aktien fallen, denn wir sehen, dass in China die Corona-Fälle sich häufen, jetzt auch der erste offizielle Todesfall, wahrscheinlich hatten wir schon sehr viele, aber der erste, der offiziell bestätigt wurde. Jetzt wieder viele Lockdowns in vielen Bereichen Chinas. Der Chef der Hongkong-Verwaltung, der kürzlich Xi Jinping noch getroffen hat beim APEC-Treffen, ist Corona-positiv. Also diese ganze Corona-Situation in China sorgte dafür, dass die Futures negativ waren, verhalten negativ. Wir hatten heute Morgen dann die Erzeugerpreise aus Deutschland, zwar 34,5% gestiegen zum Vorjahresmonat, aber zum Vormonat um 4,2% gefallen. Das ist der erste Rückgang seit 2 Jahren. Also, wir sehen die Pipeline-Inflation, die ist weniger hot jetzt hier in Deutschland. Vielleicht haben wir jetzt auch hier den Hochpunkt der Inflation bereits überschritten, aber die Energiepreise dürften so oder so relativ hoch bleiben, weil wir ja sagen, wir wollen kein Fracking-Gas fördern, was in Niedersachsen, was im Emsland, einer der dünn besiedelsten Gegenden Deutschlands ist. Nein, wir kaufen Flüssiggas aus der ganzen Welt und hier wird jetzt gewarnt, also bis 2026 ist im Grunde alles ausverkauft. Jetzt kauft eben Deutschland alles den anderen weg. Die brechen dafür Verträge, nämlich die Lieferanten, und sagen, naja, die Deutschen, die zahlen ja besonders gut. Das heißt, wir werden weiterhin hohe Energiekosten haben. Ich habe auch von meinem Versorger 2 Briefe bekommen. Massive Anstiege der Stromkosten, die jetzt ab 1.1. auf uns zukommen. Das treibt natürlich dann die Inflation wieder nach oben. Und von daher bleibt natürlich vor allem von den Energiepreisen wahrscheinlich erstmal Druck bei der Inflation. Deutsche Netzbetreiber wollen Blackout-Verträge mit der Industrie, so eine Meldung. Also hier Stromanbieter sagen Unternehmen, okay, sag mir mal, was wir bei dir abschalten können, wenn es praktisch notwendig ist, sonst kommt es zu einem Blackout. Heute oder jetzt vor dem Wochenende wurde ja in einem Interview gewarnt, das in der Welt am Sonntag erschienen ist, dass es im Januar und Februar zu Blackouts kommen wird. Das wurde dann nachher wieder so, nein, das wurde gar nicht so gemeint, aber gleichwohl sehen wir, dass eben Verträge gemacht würden für den Fall.
Jedenfalls, eine lausige Energiepolitik rächt sich dann irgendwann, auch wenn diese Politik als normal verkauft wird, als etwas verkauft wird, was ja unbedingt sein muss, was aber faktisch zu dem Niedergang vor allem des Mittelstands und der deutschen Industrie führen wird. Zwei Artikel zum Abschluss, meine Damen und Herren, S&P 500 und DAX. Die Investoren wollen die Jahresendrally. Das sind viele eben, die jetzt unbedingt müssen. Das ist eben genau dieses Geschehen, das ich vorhin angesprochen hatte. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, abseits des Crypto-Crash erschüttert ein Squeeze die Aktienmärkte. Und hier geht es um diese Optionen. Es sind die Optionen, die jetzt der entscheidende Markttreiber sind. Und hier sehen Sie, wie diese professionellen Investoren vor allem mit Calls, mit Optionen hier versuchen, sich diese Renditen, diese Performance noch schnell auf den letzten Drücker reinzuholen, um dieses Jahr nicht so katastrophal schlecht abschneiden zu müssen. Also zwei Artikelempfehlungen. Ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus. Ciao.